Willkommen zurück zu Days Gone, liebe Freunde. Nachdem ich ja nun im letzten Part schön ein weiteres Hinterhaltscamp ausgeschaltet habe, habe ich dann auch gleich mal für Ada Tucker eine Mission gemacht, genau zu sagen eine Kopfgeldmission. Und dann habe ich auch noch ein schönes Infizierungsgebiet wieder beseitigt. Und jetzt befinde ich mich hier gerade an dem Ort, wo wohl unsere tote Frau Sarah damals hingeflogen wurde. Ja, komm her, Alter. Halt da dran. Na, wie ist das? Digga, ich dachte zuerst, er verreckt gar nicht, ey. Weiter vorrücken. Verdammte Freaks, nicht hier, verstanden? Ihr könnt fressen, wo ihr wollt, aber nicht hier! Dieses Camp gehört mir. Verstanden? Ja, so ist gut. Das war's für euch. Verschwindet aus meinem Camp. Wie viele von euch Scheißkerlen sind denn hier? Huh? War es das jetzt? Wie viele? Sehr schön. Lass uns mal ein bisschen knallen hier. Moment, Freunde, ich habe hier hinten gerade irgendwo was gesehen. Ah, hier. Ruhig, ich versuch's doch. Wiederhole, hier Flüchtlingscamp 13 Delta. Wir werden hier überrannt.
Hört mich jemand? Her mit dem Ding! Was soll das denn? Ich sag loslassen! Dir, her mit dem loslassen. Funkgerät! Mayday! 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 Wir werden überrannt! Scheiße. Hey. Tut mir leid, dass ich nicht da war. Hey, ich bin's. Ich muss dir was sagen. Schon okay, es ist nur mein Arm. Du hast gesagt, wir sollten nicht zurückkommen. Ich habe nicht auf dich gehört. Ich wusste, es wird schlimmer, aber... Keiner von uns wusste, dass das passieren würde. Du verstehst das nicht. Was sollte ich denn machen, wenn ich dich verliere? Das ist meine Schuld. Hey, niemand verliert irgendwen. Ich hab's versprochen, weißt du. Deacon, warte! Sarah, komm schon. Da ist dein Kind. Warte. Hey. Hey, bist du okay? Komm, wir finden deine Eltern, okay? Wir müssen wirklich los. Komm! Sie hatte ein Messer! Oh, verdammt. Oh, verdammt. Wie schlimm ist es? Ich weiß nicht, ich glaube, es ist nicht so schlimm. Scheiße. Okay, halt das hier fest, drück es ganz fest drauf. Kannst du laufen? Ich glaube nicht, aber ich kann gehen. Okay, das reicht. Fast da. Zwei Stunden war hier alles voller Bullen. Ja, sie müssen evakuiert haben. Ja, 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 sie sind wohl geflohen. Ja, sieht nicht gut aus, das Messer hat man nie erwischt oder so. Sie wird septisch. Wie geht's, kleine Schwester? So dämlich, es war dieses Mädchen, dieses verdammte kleine Kind. Mit einem großen Messer. Hey, hilf mir. Na komm. Und na los. Scheiße. Noch ein Mob. Wir müssen weg, bevor sie hier durchkommen. Wir müssen aufs Dach. Einen von diesen Helis anwinken. Okay. Ja, wissen ja, wie es weiterging, ne? Hier, vielleicht kannst du dich da ausruhen. Hey, langsam, langsam. Sie hat mich so sehr an meine Schwester erinnert, weißt du? Wir haben immer zusammen Verstecken gespielt. Sie hat immer den Kopf in den Mantel gesteckt, einfach so. Ich hatte schon Stichwunden, aber nicht solche. Sieht nicht gut aus. Scheiße. Sieh doch nur. Wir müssen hier weg. Können wir nicht lang. Komm. Na gut. Hey, Süße, kannst du gehen? Okay. Rosa. Ja, ich hab sie. Für du uns hier raus. Verschwinde! Verschwinde! Ihr habt sie geteilt! Okay, ganz ruhig, warte, langsam. Was machen wir? Okay. Du lenkst ihn ab. Ich versuche mich vorbeizuschleichen. Okay. Nichts passiert, GG. Ich pack das, geh! Scheiße! Hey, ich bin unbewaffnet! Raus hier! Hören Sie zu! Meine Frau ist hier draußen, sie ist verletzt. Wir wollen nur aufs Dach! Verschwinden Sie! Helikopter! Wir haben sie getötet! Hören Sie, wir haben nur eine Frau getötet! Oh, nein, Moment, ich weiß nichts davon, dass Ihre Frau getötet wurde. Das tut mir wirklich sehr leid, aber wir haben nichts getan! Hören Sie! Jetzt gib mir die Waffe! Wir haben sie getötet! No. Well. Fuck. That escalated quickly. Die, was ist mit dir passiert? Oh, was ist? Na los. Ma,
Warten Sie, wir brauchen Hilfe. Sie ist verletzt. Was ist mit ihr? Also sie hat nicht, was immer da draußen abgeht, sie hat einen Stich. Ich kann sie nicht mitnehmen. Okay, hören Sie, O'Brien, wenn wir sie nicht sofort in ein Krankenhaus bringen, dann wird sie sterben. Es gibt keine Krankenhäuser mehr. Komm schon, es gibt keine mehr. Ihr habt Ärzte, Sanitätszelte, eine Lazaretteinheit. Ich bin nur ein Doktorand, okay? Ich wurde einfach eingeteilt. Ich sollte nicht mal hier draußen sein. O'Brien! Okay, scheiße. Ich habe nur für zwei Leute Platz, okay? Zwei. Was soll das heißen, nur wir für sind zwei? Zu schwer, okay? Ich kann nur zwei von euch mitnehmen. Zwei! Okay, na los, helfen Sie, na los! Na komm, Sisse. Okay, alles wird wieder gut. Ich hab sie. Hey, ich bin sofort zurück. Okay, Boozer, los jetzt. Wir müssen zu diesem Heli. Ich hab's gehört. Es ist nur Platz für zwei in dem Heli. Geh. Geh mit dir. Ich komm schon klar. Ich hab schon Schlimmeres überstanden. Ja, haben wir. Wo fliegt ihr hin? Was? Wohin? Wohin? Flüchtlingscamp, nördlich vom Three Finger Jack. Nein. Usa wird es niemals ohne mich schaffen. Kommst du? Nein. Geek! Da fragt man sich immer noch, war es das Richtige oder nicht? Du, hast deine Ruhe, okay? Ich komme wieder her und ich weiß, du würdest das nicht wollen, aber Boozer hat wohl recht, ich kann nicht anders. Wie gesagt, ich komme wieder. Boozer, noch ein Nero-Hubschrauber. Ich frag mich, was die hier wollen. Ich versuche mal wieder was zu bauen. Komm vorbei, das wird dir gefallen. Boozman, danke, Bruder. Ich komm rum. Ah, hier war's. Sollte reichen. Cobb, halt endlich die Fresse. Genau, begeben wir uns jetzt mal zum nächsten Nero-Helikopter.
schauen mal, was sie so Schönes treiben. Aber da das eh noch ein unbekanntes neues Terrain ist, genau, skippe ich das nicht, sondern fahre da ganz normal hin. Noch ein Nest. Zünden wir es an. Nest, wirst du gleich um die Ecke sein. Muss irgendwo ein Nest in der Nähe sein. Ich kann's richten. Ein Nest. Muss ganz in der Nähe sein. Ach du Scheiße! Okay, das war's. Wir evakuieren, Leute. Da kommt eine Horde. Nest, halt mal los.
keine Sorge. Ich werde wiederkommen und euch ordentlich einheizen. Fuck, Scharfschützenhinterhalt auf der Straße. Sollte niemandem mehr auflauern. Getroffen! Hab einen erwischt! Oh nein! Scheiße. Ich fürchte, jetzt habe ich ein fucking Problem, liebe Freunde. Ich krieg das Bike da nicht mehr raus. Ich glaube, ich beende jetzt mal die Folge. Und wie es hier in Days Gone weitergeht, das finden wir im nächsten Part heraus. Bis dann. Ciao.